Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei KD von Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Silvestertag. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, möge das Glück euch hold sein, ne? Und das Jahr, was wir dieses Jahr erlebt haben, gut und schnell vergessen. Also so schnell wie möglich. So, dann machen wir es weiter. Ich stelle wieder den Fahrer ein. Ich habe mal ganz kurz das Spiel gespeichert und wir geladen. Schauen, ob der Mod Probleme macht. Ja, das wollte ich mal gucken, ob da irgendwie Errors rauskommen. Richtung das auszuschließen, habe ich mal selber ganz kurz das Spiel geladen. Denn sonst wäre das ehrlich gesagt ganz schlecht. Für ja, nächste Woche. Wir folgen auf jeden Fall. Ups, geht nicht mehr. Und dann müssen wir mühsam den Spielstand aus dem Safe rausladen. Und dann, das können wir dann mal gucken mit dem Förderband. Und dann haben wir eine Malheur, ne? Dann haben wir das alles umsonst gespielt. Jetzt noch drei Folgen, das wäre knapp eine Stunde. Ich muss mal ganz kurz den Kraft auf einmal. Weil dann bin ich. So, müsste jetzt funktionieren. Weil Lenkung im Prinzip, wenn ich Spiele starte, ist oft oder sehr oft und meistens der Motorwiderstand ist nicht da. Also ist gleich null. Und das ist beim Fahren ungünstig. Jetzt kann jemand gleich mal gucken, ob das entsprechend am Förderband vorbeipasst. Runter durch. Ich habe da ein bisschen improvisiert. Ein bisschen mit Terraforming den Boden ein bisschen angehoben beim Förderband. Dass es ein bisschen höher steht. Wir sollten da nicht gut durchkommen. Ja, das passt. Lass ihn fahren. So. Unser anderer Kollege. Irgendwo fahren. Den stellen wir ganz kurz ein. Den machen wir aus. Autoreif. Da habe ich gedacht, wenn wir den fahren noch. Und jetzt kann er mit Helfer machen. Den Kurs ja nicht gespeichert ist. Die Idiot, ne? Dann wäre das nicht so kompliziert. Mal ganz kurz gucken. Da müssen wir hin. Wir müssen also ein bisschen hier verfehlen. Wenn ein bisschen nicht gemacht wird, damit kann ich leben. Aber wenn zu viel nicht gedüngt ist, heißt das Ernteverlust. Noch nicht daneben. Dann müssen wir mal kurz hinten fahren. Und dann jetzt mal reingucken, ne? Noch mal daneben. Müsste aber eigentlich jetzt ein. Selber hier. Macht aber nicht. Oder ist hier noch. Der, wenn nicht geht, geht nicht, ne? Gut. Oder nicht gut. Förderband ist da. Förderband ist da. Unser Missfahrer, wo ist der? Blocking. Ach, okay. Ich weiß schon, was bloß ist. Weil der andere von den Milchfahrerprinzip. Der hält hier vorne irgendwie an. Ja, genau, habe ich gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und ich weiß nicht, wieso er jetzt hier anhält.
Denn das ist ja nicht der Punkt, ne? Der Punkt ist ja da hinten. Da muss ich kurz überlegen. Dann müssen wir gucken. 25. Anwenden. Lenkung 5 Meter. Das ist komisch. Denn laut Kurs ist hier kein Punkt. Er dürfte hier nicht laden. Nicht bei, also nicht stehen bleiben. Und ich kann den ja nicht groß ändern. Bringt ja nichts. Den kann ich hinausfahren. Also, ohne den Punkt. Was macht der denn? So. Und der, unser Nissan-Fahrer, der fährt durch. Was könnte man da am besten machen, dass wir da. Können wir mal gucken. Jetzt hier irgendwo. Da geht's. Die fahren da runter, die Kurse. Und da kann ich keinen hochbringen. Bringt gar nichts, ne? Müsste höchstens da Kurse verschieben. Das heißt. Da ein paar Kurse. Runde. Dass er nicht in dem Bereich ist, wo er im Prinzip glaubt, er ist im Ausland. Ob das nun funktioniert? Weiß ich nicht. Ist der Mietfahrer voll? Jo. Gut, dann schauen wir, ob der Fahrer klappt. Dass er da anhält, wo er vorher auch war. Die Förderbänder muss ich, die Flüge muss ich noch wegstellen. Weiß man aktuell noch nicht wohin. Sollte eigentlich funktionieren normalerweise. Ist auch hoch genug. Wenn der den ganzen Tag fährt. Das reicht, genau, gut. Dann düngen wir jetzt. Wir fahren in diesem Traktor auf Feld Nummer 60, der steht hier. Der andere weiß ich nicht genau, warum das nicht funktioniert. Das zeigt ja auch nichts an. Klappt mal ein. Dann wird man gleich noch ein bisschen Gelage kaufen vom globalen Markt und mal die Kühe bringen. Wasser haben wir jetzt mit Pumpe. Und Fette haben wir an der Hand ein bisschen. Da wollte ich mal schauen. Der Hof 30 Gülle hat genug. Verkehrter Modus. Da düngt er nicht, der Bruder. Warum? Alt-S. Raps sehen wir noch nicht aus. Das muss ja auch befolgen im späten Herbst. So. Gut, geil. Gülle.
Wir haben da Milch drin, ne? So ein Ding. Wir haben da Milch drin, ne? Aber das kann sein, vom Anfang, wo ich noch die weiblichen Tiere hatte. Das ist okay, kann man sagen. Ich würde sagen, unsere Menschen finden keine Milch. Spezialmilch, ne? Na, die will man bei Gelegenheit und kommt da weg. Futter und Sauberkeit ist, naja, denklich. Da wollte ich aber einen kleinen Hänger hinbringen und da könnte man einen Pack dafür werden. Klein, so reicht ja aus. Ansonsten die Gülle mit dem Kurs. Können wir hier die BGH bringen, ist ja das. Oder vor Ort in der BGH, das geht auch. Warum so weit fahren? Gülle wird es hier auch leichter machen, ne? Aber wir wollen ja Mist haben. BGH füttern. Ja, Pferde haben wir keine. Das wäre eh noch Miete, ne? Das wollen wir ja nicht. Zumal wir auch ja, reiten sowieso nicht, wir haben ja keine Zeit für. Ja, mit 9 Tagen, das gefällt mir jetzt so im Prinzip auch gar nicht. Kann sein durch ein Update, was ich auch nicht gerne kann. Das hieß, es kam ja ein Update. Ich bin jetzt gespannt, ob er die Milch. Da lädt nicht mehr Mist auf. So, dann sind wir da. In der meisten Zeit, dass es gemacht wird, gedüngt wird. So, das ist jetzt Feld Nummer 60. Das heißt, löschen auch mal. Kursgenerierung. Feld 60, 2 Vorgewände. Uhrzeiger sind 7%. Kurs generieren. Zurück. Und speichern. Unterdüngen. Düngen B nicht. Düngen, Feld 60. Ja, 6 ist gut. 0 ist auch gut. 60, 30. Meter. Speichern. Nicht so. Ist dunkel. Wir gucken. Ja, wird dunkel. Ja, ich weiß nicht, warum da nicht geht, aber ist dann halt so, ne? Naja, gut, es wird dunkel. Hat ich schon gedacht, nicht. Nee. So, Sägewerk. Ja, mit den Balken bin ich immer noch nicht zufrieden. Also, weil die verhindern ja im Prinzip, dass das Sägewerk weiterarbeitet. Und die brauche ich ja immer noch nicht. Weil wir nachts so schnell geschlafen haben, also die Zeit erfolgreich totgeschlagen haben, ist es sinnvoll. Eigentlich mache ich die Bretter ja nur wegen den Paletten, ne? Und die Dinger sind ja nebenbei geschärft, so das sind 2, 3, das dann lohnt auch nicht. Beziehungsweise das Sägewerk ist da ja schon voll. So. Düngen klappt. Das ist auch alles gedüngt. 48 ist noch nicht gedüngt. Das sehe ich gerade so. Einsteigen. X. Dann fahren wir dahin. Aber erstmal aufladen. Am Hof. Und wenn da nichts ist, müssen wir halt zum Händler.
muss ich mir aufschreiben normalerweise, was ich das machen will, aber wiederum ist das so. Haben nicht mehr Beiseiten, schon hatten wir alles im Kopf. Aber da ja noch ein paar andere Sachen mache, kann ich mit einer oder anderen leider schon vertauschen. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob es so war. Das anliegt, ne? Punkt 1 ist der Stand auf dem Arsch. Punkt 2 ist der Stand Matchmap-Karte, rein privat. Mit den Nerven zusammen. Ja, Kernel Cops ist halt Ding für sich, das ist nicht falsch. Da geht einigermaßen, da ist ja ein bisschen anders, ne? Da muss man ja mehr oder weniger alles alleine machen. Oder man stellt halt ein, ne? Ja, haben wir noch was da, eigentlich nur noch voll. Das dürfte aber noch reichen normalerweise. Die Düngersteuer brauchen wir nicht alles. Wir machen den zwar voll, fahren Feld Nummer 48. Und da ist er komplett hellblau. Oh, das ist gut. Und da muss auch noch gedüngt werden. Na gut. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, ich mache den zügig durch, ne? Und noch einen schönen Abend, schönen Westerabend, ne? Ja, hoffen wir mal, dass ihr noch eine andere Knalle gekriegt habt, irgendwo her. Bei mir in Österreich ist es ein bisschen anders, da ist schon seit Anfang Dezember Verkauf. Normale Geschäften, extra Bereiche meistens, am meisten auch draußen im Container gelagert. Im Blechcontainer. Von daher ist das nicht so dramatisch. Ich habe ja noch zwei Sachen hier, also ich brauche da nicht so viel machen. Ist eh zu kalt draußen. Und habe da hier ein bisschen gelegt. Die ersten Jahre habe ich ja viel ausgegeben und viel geknallt vor allem. Und letzten Jahre habe ich eigentlich viel, naja, mit Feuerwerk gemacht, also raketenmäßig weniger, mehr so batteriemäßig. Aber die haben auch saftige Preise, ne? Und ich sage mal so, ein Stück für 50 Euro, für ja, 25 ein Stück, 30 Sekunden ungefähr, ist heftig. Und die anderen Sachen, die großen, da bist du ja schon bei 70, 80 Euro dabei. So, das, Zuschauer, das soll es ja auch vorher schon gewesen sein. Und tschüss, ciao, nochmal, winke, winke und bis, ja, vielleicht morgen, sehen wir uns, ja. Tschüss.